Du hast etwas betrieblich, gewerblich gekauft und findest einfach nicht mehr deine Rechnung. Dann habe ich in diesem Video für dich eine Lösung. Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's, der Alex, und es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast und dabei bist. Ja, wie angesprochen, Rechnungen, Belege und so weiter findet man teilweise nicht mehr oder hat sie einfach vergessen beim Bezahlen oder man kauft auch einfach Sachen privat, die man auf einem Flohmarkt kriegt oder bei eBay Kleinanzeigen. Und wie du dafür eine Rechnung erstellen kannst, beziehungsweise das als Betriebsausgabe dennoch geltend machen kannst, das erfährst du in diesem Video. Viel Spaß bei diesem Video, bleib bis zum Schluss dabei. Ja, Freunde, wie angesprochen, schauen wir uns heute an, wie wir fehlende Belege, fehlende Rechnungen dennoch als Betriebsausgabe geltend machen können. Falls du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren genau solche Themen wie das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay, Selbstständigkeit, Motivation und viele weitere Themen, dann abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Und ja, kommen wir mal zu dem Leitfaden. Fehlende Belege kosten dir viel Geld und das ist in der Tat so, denn oftmals bezahlen wir Dinge, die wir eigentlich betrieblich nutzen und die für betriebliche Zwecke genutzt werden. Privat, bar oder mit der privaten EC-Karte, Kreditkarte und so weiter. Und das kostet natürlich sehr viel Geld. Warum? Ich hole mal weiter hinaus. Und zwar, ihr bezahlt privat mit dem Geld, was ihr schon versteuert habt. Also darauf habt ihr schon mal Steuer bezahlt und bezahlt jetzt Betriebsausgaben, die ihr im Grunde genommen betrieblich absetzen könnt. Und wenn ihr vorsteuerberechtigt seid, das heißt, ihr könnt die Vorsteuer vom Finanzamt ziehen, verliert ihr hier nochmal 19% zusätzlich und könnt dann dieses Geld auch nicht mal als Betriebsausgabe geltend machen. Somit zahlt ihr dann im Grunde genommen noch mehr Steuern auf euren Gewinn, den ihr in euren Einzelunternehmen, in eurer Selbstständigkeit oder Gewerblichkeit verdient. Und das ist sehr, sehr viel Geld, was euch verloren geht und diesen Fehler solltet ihr nicht machen. Nun ist man oft in der Situation, dass man etwas kauft und im Nachhinein merkt, ach, das ist eigentlich für meinen Betrieb und ich habe es ja privat bezahlt. Und wenn ihr die Rechnung habt oder einen Beleg an der Kasse mitgenommen habt, dann ist es überhaupt nicht schlimm, denn dann habt ihr etwas zum Belegen und dann könnt ihr sagen, ja, das war hier betrieblich Einkauf und auch wenn ihr mehrere Dinge auf einem Beleg habt, die auch privat sind und betrieblich, dann könnt ihr diese rausstreichen und dennoch bei eurem Steuerberater oder beim Finanzamt vorlegen. Oftmals ist aber so, dass man eben schnell was kauft, privat bezahlt und dann sogar noch den Beleg vergisst. Dann kann es natürlich sehr, sehr blöd werden, dass man dann überhaupt nicht mehr dafür einen Beleg hat. Und da gibt es halt die Lösung, dass man einen Eigenbeleg schreibt. Das heißt, ihr könnt einen eigenen Beleg schreiben für diese Betriebsausgabe und das passiert wirklich in den Fällen, wo man seinen Kassenbon vergessen hat, wo man eine Rechnung nicht mehr findet. Man kauft ja auch oftmals Dinge im Internet ein, die man dann in irgendeinem Shop gekauft hat, als Betriebsausgabe, auch sogar mit einem Geschäftskonto bezahlt hat, aber dann auch einfach nicht mehr den Rechnungsbeleg findet, ja. Und dann fragt man an und dann weiß man eventuell auch nicht mehr die Rechnungsnummer, Kundennummer und so weiter. Auch in diesen Fällen kann man natürlich einen Eigenbeleg für sich ausstellen lassen und dann das Ganze als Betriebsausgabe geltend machen. Und viele Fälle sind natürlich so, dass man etwas privat kauft. Und eine Privatperson kann logischerweise keine Rechnung ausstellen, eventuell einen Kaufvertrag, den man dann im besten Falle ja auch beifügen kann als Nachweis für diesen Kauf, für diese Betriebsausgabe. Aber oftmals ist es so, dass man auf einem Flohmarkt Dinge kauft. Wenn man jetzt so ein Reseller ist, der Dinge auf dem Flohmarkt kauft, um diese weiter zu verkaufen, dann ist man tatsächlich fast schon auf einen Eigenbeleg angewiesen in solchen Fällen und dann muss man das natürlich auch mit einem Eigenbeleg machen. Ein Muster für einen Eigenbeleg habe ich euch hier erstellt. Den findet ihr unten in der Beschreibung, könnt ihr herunterladen und frei nutzen. Ich habe hier alle wesentlichen Informationen und Daten zusammengefasst, die unbedingt sein müssen auf einem Eigenbeleg, um das Ganze anrechnen zu können. So, gucken wir uns den Eigenbeleg einfach mal an, welche Daten denn hier drauf gehören. So, ich lade das euch als Word-Datei hoch, so dass ihr das Ganze auch ganz normal verändern könnt. Ihr könnt das Ganze dann als PDF speichern bzw. auch direkt ausdrucken als Beleg und für eure Unterlagen dann sammeln. So,
Und wie wir sehen hier als ganz erstes natürlich euren Namen vom Einzelunternehmen jetzt oder von der GmbH oder wie auch immer, tragt ihr hier oben alles ein. Dann müsst ihr eine fortlaufende Nummer haben, und zwar den Eigenbeleg, ja, die Eigenbelegnummer. Und die beginnt in logischerweise mit 1 und dann geht das Ganze natürlich hoch. So, dann ein Datum sollte nicht fehlen. Das ist das Datum, wann der Beleg erstellt wurde. So, dann haben wir hier noch eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Die könnt ihr reinmachen, müsst ihr aber nicht. Das ist jetzt keine Pflicht. Das habe ich so bei mir gemacht. Eigenbeleg Nummer 1 für Datum. Das wiederholt sich im Grunde genommen, damit man so eine Übersicht hat. So, und dann kommt die Erklärung für diesen Eigenbeleg. Da die Rechnung Beleg, man kann hier zum Beispiel eine Rechnungsnummer oder Belegnummer hinschreiben. Wenn man das nicht braucht, dann löscht man das einfach. Da müsst ihr auf jeden Fall das Datum, wann ihr diese Zahlung getätigt habt, ja, eintragen. Das ist super wichtig, vor allem wenn ihr dieses Datum dann in euren ja, Zahlungsnachweisen habt, in eurem Bankverlauf, Kontoauszug und wie auch immer. Da kommt das Datum rein über den Betrag und der ist hier inklusive Mehrwertsteuer natürlich, ja. Falls ihr privat kauft, ist da natürlich keine Mehrwertsteuer, dann fügt ihr das weg. Aber in der Regel, falls ihr etwas ja, gewerblich gekauft habt von einer Firma, jetzt beispielsweise in einem Laden, dann ist da natürlich auch die Mehrwertsteuer enthalten. Jedoch muss ich dazu sagen, wenn ihr einen Eigenbeleg ausstellt, dann habt ihr nicht mehr die Möglichkeit, die Vorsteuer zu ziehen. Das heißt, die Mehrwertsteuer, die Umsatzsteuer bleibt ihr drauf sitzen. Jedoch könnt ihr das Ganze dennoch als Betriebsausgabe geltend machen. So, nicht gefunden werden konnte, werden die Rechnungsinformationen in diesem Eigenbeleg nochmals dargestellt. Und hier ist dann ganz wichtig, dass ihr hier ganz genau beschreibt, was habt ihr gekauft, welche Menge, welche Stückzahl und dann den Preis insgesamt. Ihr könnt diese Tabelle natürlich erweitern, falls ihr mehrere Produkte gekauft habt. Oder ihr macht für jedes Produkt natürlich einen Eigenbeleg. Aber wenn ihr einen Kauf am gleichen Tag getätigt habt, dann solltet ihr das Ganze auch auf einem Eigenbeleg machen. So, weitere wichtige Informationen sind natürlich zu dem Verkäufer. Ja? Verkäufer, Rechnungsaussteller. Da müsst ihr auf jeden Fall so viele Informationen wie möglich einreichen. Das heißt, Verkäufer, sein Name, Adresse, E-Mail-Adresse, eventuell sogar Telefonnummer. Und das sind wichtige Informationen, denn falls das Finanzamt mal irgendwann das Ganze prüft, dann haben die natürlich schon mal Informationen, wo die sehen, aha, okay, hier wurde wirklich bei jemandem gekauft und notfalls fragen die diese Person sogar nach, ob dieser Verkauf stattgefunden hat. Ja? Das ist ganz wichtig. Nur so seid ihr auf der sicheren Seite. Dann gibt es noch einen Grund, kann man hier mit hinzufügen, was nicht unbedingt notwendig ist, aber solltet ihr machen, um das Ganze plausibel wie möglich zu machen. Ein Duplikat konnte aus folgenden Gründen nicht beschafft werden. Das ist zum Beispiel, falls ihr eine Rechnung einfach verloren habt, dann könnt ihr hier nochmal begründen, warum ihr einfach diese Rechnung nicht mehr bekommt von diesem Verkäufer. Da gibt es verschiedene Gründe. Vielleicht ist der Verkäufer, bei dem ihr das gekauft habt, einfach nicht mehr gewerblich tätig oder so und kann keine Rechnungen mehr ausstellen oder, ja, es gibt verschiedene Gründe. So, und dann natürlich ganz wichtig auch die Nachweise über die Zahlung, ja. Falls ihr einen Beleg habt, beziehungsweise auf dem Kontoauszug die Summe stehen habt, wann ihr was bezahlt habt, sei es jetzt auf dem privaten Kontoauszug oder auf dem Geschäftskonto, dann solltet ihr definitiv hier die Daten eintragen, von wann diese gewesen sind und so weiter. Falls ihr bar bezahlt habt, dann müsst ihr natürlich hier einfach schreiben, Barzahlung an privat. Hier dann ist hier dementsprechend keine Quittung ausgestellt worden. Und ganz wichtig, ganz am Schluss, tragt ihr hier das Datum des Eigenbelegs ein und eure Unterschrift. Und das legt ihr eurer Buchhaltung bei, beziehungsweise gebt ihr an euren Steuerberater und der wird das Ganze so dann verrechnen als Betriebsausgabe und somit habt ihr das Geld als Betriebsausgabe dennoch geltend machen können. Wichtig ist
Eigenbelege solltet ihr nicht zu viele machen. Das heißt, eine Buchhaltung darf nicht nur aus Eigenbelegen bestehen, weil da das Finanzamt euch auf jeden Fall einschränken wird, weil das ist nur eine richtige Ausnahme, falls ihr einen Beleg wirklich verloren habt. Aber wenn es unumgänglich ist, dann solltet ihr definitiv das Ganze machen, um einfach die Betriebsausgaben einfach verfliegen zu lassen und dann diese Kosten nicht anzurechnen. So, ganz zum Schluss seht ihr hier in der Fußzeile, könnt ihr nochmal eure Daten eintragen, was aber jetzt nicht so nötig ist. Das könnt ihr auch sein lassen, aber ich habe das hier in dem Muster mal vorbereitet. Ich hoffe, euch hat das weitergebracht, dass ihr eure Eigenbelege damit erstellen könnt. Wie gesagt, das Muster dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Falls Fragen dazu sind, gerne auch die Kommentarfunktion nutzen. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr diesem Video einen Daumen hoch gebt und freue mich, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Falls noch nicht geschehen, abonniert auch diesen Kanal, drückt auf die Glocke, so bleibt ihr immer auf dem aktuellen Stand. Ich bedanke mich für euer Zuschauen. Viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen und bis zum nächsten Video.